Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu No Man's Sky. Ich bin lediglich zurück zum Raumschiff gerannt. Das heißt, ihr habt seit meinem letzten Teil nicht viel verpasst. Und jetzt fliegen wir noch zu diesem Fragezeichen hier. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, dann werde ich erstmal mich wieder auf den Weg ins All machen. Ach, guck an. Aber den kenne ich schon. Oder wie? Nee. Nur von der falschen Seite angeguckt. Alles klar. Ein Monolith. Der uns ein bisschen Hilfe bei der Sprache anbietet. Okay. Wunderbar. Da gibt es jede Menge Isotope. Und da ist noch ein Fragezeichen. Aber weil ich so faul bin, werde ich da natürlich einfach hinfliegen. Und dann vielleicht auf dem Weg ins All. Ah, jetzt sehe ich es schon wieder nicht mehr. Da hinten ist auch noch eine dicke Basis. Und hier ist tatsächlich schon wieder so ein Monolith. Nicht schlecht. Zwei direkt nebeneinander. Sicherheit habe ich gelernt. So, und dann mal auf zu dieser Basis da hinten. Vielleicht kann ich da ein bisschen handeln, endlich mal wieder. Aber sieht nicht so aus. Ein Landepad gibt's hier auch nicht. Oder doch? Ein Tierchen, kenne ich das schon? Leider ja. Leider ja. Okay, dann nicht. So, wie heißt du denn mal? Ja, gute Frage. Wie könnten wir dich denn mal nennen? Na, ist auch blöd, ne? Ich habe keine Ahnung. Dann bleibst du einfach so. So, ich hoffe, ich kann hier drin jetzt handeln, aber ich glaube es eher nicht. So, was haben wir denn hier alles? Enzyklopädie, sehr gut. Da gibt es noch ein bisschen Geld.
Und hier gibt's wieder ein Mathe-Rätsel. Oh, ich hasse Mathe-Rätsel. Oh, das ist schon wieder so einer. Okay, siebenundfünfzig. Nächste Zahl war immer die doppelte minus 1. Abgestürztes Schiff, das hört sich gut an. Ich hoffe, das ist nicht wieder mein gleiches, also mein altes Schiff. Das wäre blöd. Ansonsten gucke ich mir das gerne mal an. So, und dann will ich mit dir noch reden hier. Besondere Beziehung habe ich zu den Vikings. Aber ich kann ihre Sprache immer noch nicht vernünftig. Viking-Krieger, das verstehe ich. So, eine Aufforderung, sie zu schlagen. Die Kreatur deutet auf einen faszinierenden Bauplan auf ihrem Bildschirm. Und dann auf ihr eigenes Gesicht. Ja, ich meine, wenn ich es verweigere, ich muss ihn schlagen. Ich muss ihn einfach schlagen. Er ist ein Krieger. Er versteht das schon. Okay. Aber er gibt mir den Bauplan. Ja, ich musste ihn schlagen. Darum hat sich das Ansehen auch verbessert. Weil er halt ein Krieger ist. Hätte ich ihn nicht geschlagen, hätte sich mein Status garantiert verschlechtert. So, hier kann ich mich auch gleich wieder recken. Von daher alles gut. So, das Ding kann ich auch wieder hacken. Dann hatte ich gerade aber erstmal noch dieses Schiff gefunden. Das muss ich auf jeden Fall erstmal gleich noch mir angucken. So, dann such mal nach einem kolonialen Außenposten. Denn ich muss irgendwas zum Handeln finden jetzt. Ich glaube, die kenne ich sogar schon, oder? Auch ein Überbrückungs... Achso, für Raumschiff rufen. Nee, das wäre blödsinnig. So, okay. Also, dann haben wir jetzt... da. Da ist erstmal die Fabrik. Und da hinten ist das... Nee, das ist nicht auf diesem Planet. Okay. Was leckt es denn jetzt gerade? Ganz komisch. Okay, also das sind auch hier richtige Landepunkte. Da, wo ich das Schiff hinrufen könnte. Das ist ein ganz normales Landepad. Es sieht halt nur nicht wie nach Landepad aus. Gefunden.
So, noch einen Krater entdeckt. Ich habe immer noch keinen Namen. Okay, komm her. Der Beluga-Krater. So, was haben wir denn hier noch Schönes drin? Na, komm schon. Ach, das ist wieder... Wenn ich das jetzt wieder versuche aufzuschießen, dann kriege ich wieder derbe Stress mit den Wächtern. Da schweben sie nämlich auch schon rum. Die ahnen schon, was ich vorhabe. Na, sag ich doch. Kommen sie schon. Nichts passiert. Siehste, alles gut. War doch gar nicht so schlimm. Aber die Tür habe ich trotzdem nicht aufgekriegt, von daher haben die Wächter ihren Job eigentlich ganz gut gemacht. So, da das Ding gerade mit Y anfing. Bist du die Yoda-Einöde? Okay, bringt mir das irgendwas hier? Ah, so komme ich da dran. Okay, und da sind schon wieder Wächter. Ah, ihr macht auch Sachen. So, jetzt hatte ich irgendwo noch so ein abgestürztes Schiff, hat sie gesagt. Und da ist schon wieder ein Fragezeichen. Ach, Mann. Da ist der Handelsposten. In einer Stunde bin ich da. Okay. Ah, und hier gibt es ein Anzug-Upgrade. Sehr gut. Okay, den Handelsposten zeigt er mir tatsächlich an. Aber der ist sehr weit weg. Der ist sehr weit weg. Ne, ich will jetzt erst zu dem abgestürzten Schiff. So, 50.000. Läuft. Ja, sicher. Raumschiff wahrscheinlich auch voll, ja sicher. Und stacken kannst du die Amulette auch nicht. Das ist doch doof. Ist doch alles doof. Ja, ich müsste doch zum Handelsposten fliegen. Definitiv.
So, wie nennen wir dich denn jetzt noch hier? Ich habe keine Ahnung. Hier Standard. Echo Station. Passt schon. So, hier brauche ich bestimmt auch wieder genau den Atlas Pass. Keine Ahnung, wo ich den herkriege. Okay. So, jetzt will ich aber endlich zu diesem zerstörten Schiff. Mein Gott. Und kein Treibstoff mehr. So, bist du das Schiff? Ja, du bist es. Wenn es jetzt wieder mein ursprüngliches Schiff ist, dann drehe ich durch. Aber ich glaube nicht. Nee, das ist irgendwas anderes. Ah, okay, es ist tatsächlich ein abgestürztes Schiff. Okay, cool. Impulsdüse. Okay, verbesserte Manövrierfähigkeit und längere Boosts bei Raumflügen. Nickel und ein Neutrino-Modul, oder zwei Neutrino-Module besser gesagt. Könnte schwierig werden. So, was bist du denn hier? Das gucke ich mir doch mal gerade an. Wow, das ist auf jeden Fall mal gut im Arsch. 16 Plätze, das Neue hat 15 Plätze, ja super. Das bringt's ja dann auch nicht so, ne? Tja, alles so ein bisschen kaputt, ne? Ja, nee, das bringt's dann ja nicht. Obwohl es, glaube ich, von der Verteidigung und so her ein bisschen besser war als meins. Aber es sieht auch nicht so cool aus wie meins. Ja. Ja, nee. Schön, dass du hier rumliegst, aber lass stecken. So, dann ist da hinten schon wieder ein Fragezeichen. Und dann aber irgendwann mal ab zum Handelsposten. Junge, Junge, Junge. So, den habe ich schon. Lemot. Hört sich für mich an wie Ocelot. Okay. So, where is my ship? Da hinten.
So, Handelsstation da hinten. Oh, auch weit, 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 weit weg. 14 Stunden. Hier ist noch ein Fragezeichen. Den nehmen wir auch gerade noch mit. Airwolf-mäßig hier im Krater gelandet. Ja, natürlich. Also ist wohl klar, wie wir diesen Krater hier nennen, beziehungsweise hier heißt es komischerweise Kreuzung, obwohl das mal eindeutig ein Krater ist. Na, und jetzt habe ich ihn nicht benannt, jetzt habe ich ihn nur hochgeladen. Ah, falsche Taste gedrückt. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Ach man. So, die Drohnen kommen wieder an. Und wir fliegen jetzt zum Handelsposten. War schon wieder zu tief. Ach man, ich komme immer wieder in die Atmosphäre rein. Hoppala, da bin ich aber doch ein bisschen weit abgekommen. Boah, wo willst du hin? Na, was machst du? Junge. Außenposten. Okay. So, da ist mein Handelsposten. Genau da will ich hin. Das wird meine straighte Landung. Oh, hoppala. Ja, das habe ich doch echt ganz gut getroffen jetzt hier. Geil aus, ehrlich. So, und einfach Nunna. Ja, nee. Schade, das wäre jetzt richtig cool gekommen. Aber jetzt leider versaut. So, hallo Handelsposten. Schön, dich wiederzusehen. Lass uns handeln.
ein paar Posten. So, Gag-Amulett. 4 Stück für 40.000 auf jeden. So, Emeril wollte ich auch verkaufen, aber kriege ich gar nichts für. Ich habe nur... ich habe 32 im Anzug, das kann schon sein. Ich habe aber im Schiff noch ein bisschen. So, 500 für 137.000. Ja, komm, weg damit. Auf jeden Fall. So, kann ich denn auch irgendwas kaufen, was ich gebrauchen kann? Nicht wirklich, ne? Ja, schade, dass du nur so Rohstoffe kaufen kannst, dass du nicht irgendwie auch Waffen und Schiffe und sowas kaufen kannst. Ich meine, ich könnte jetzt hier warten, bis andere Schiffe hier hinkommen. Denn es ist ja ein Handelsposten, hier wird ja hin und wieder mal ein Schiff auftauchen. Und dann könnte ich gucken, ob ich das Schiff kaufen kann. Denn ich bräuchte ein Schiff mit größerem Inventar. Okay, warum kann ich denn... Nein, ich will den nicht aufladen, ich will den verschieben. Okay, die Dinger kann man gar nicht verschieben. Ja, Temperatur stabilisiert sich, ist schon klar. Hab's schon verstanden. Und hier die Schildsplitter könnte man auch mal verkaufen. Ja, doch. Startschubdüse ist schon wieder leer. Du nervst. Ja doch. So, die Schildsplitter hau ich auch noch weg. Okay. Wunderbar. Gut. Ja, ich denke, die anderen Tierchen hier auf diesem Planeten, die mir noch fehlen, die werde ich auch so schnell nicht finden. Das müsste schon wirklich Zufall sein, dass ich da noch einen von entdecke. So, ich habe eine Perle gefunden. Kann ich da irgendwas mitmachen? Handeln. Handeln ist immer gut. Vor allen Dingen, wenn ich an einem Handelsposten bin. Da kommt ein Schiff rein. Da kam gerade ein Schiff reingeflogen. So, Perle. Tschüss. Zwei stehen hier sogar. Da will ich mir doch mal gerade angucken. Ein Vollstrecker. So, Gegenstände kaufen. Was hast du denn so? Hat denn irgendwer Zeug für diesen Hyperantrieb? Nicht wirklich, ne? 500.000. 19 Plätze. Das geht wohl. Ah, das ist ja gerade weg.
Nun gut, ab ins All. Und dann schauen wir mal weiter. Da gibt es auf jeden Fall noch ein abgestürztes Schiff. Jetzt sollte ich da doch auch mal gerade noch nachgucken. Weil der mir schon die ganze Zeit auf den Sack geht hier. Ewig sehe ich diesen Wegpunkt für dieses abgestürzte Schiff. Von daher fliege ich da jetzt einfach mal hin. So, das dauert 2 Minuten. Das heißt, ich werde diesen Teil an dieser Stelle beenden. Und im nächsten Teil geht es dann da weiter, wenn ich an diesem abgestürzten Schiff angekommen bin. Also schaut unbedingt auch dann wieder rein. Ich verabschiede mich und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao.